Auf der Chirurgie muss gleich die 13-jährige Mala nach einem Unfall mit einem Rasenmäherroboter operiert werden. So, wollte nur einmal nach dir gucken, ne? Hast du ja einen ordentlichen Kampf gehabt mit dem Mähroboter? Nein, ich habe nicht gekämpft. Der war auf einmal da. Ja, das habe ich jetzt auch nur so gesagt, ne? Aber hast du den denn nicht gehört? Nein, ich habe mich kurz hingelegt und dann bin ich wohl ganz kurz eingeschlafen und dann kam der irgendwie. Aber das war doch tagsüber richtig eingeschlafen. Warst du denn da so müde gewesen? Ja, ich wollte mich halt einfach kurz ausruhen. Ich war müde. Und so müde, dass du den gar nicht gehört hast? Nein. Na, wie dem auch sei. Jetzt ist das Unglück passiert und gleich gibt's halt die Operation. Ne? Bist du ganz aufgeregt? Ne? Guck mal hier, wir haben immer so einen Ball, den kann man so ein bisschen kneten. Dankeschön. Ne? Knetst ein bisschen. Ich kann ja mal kurz erklären, was noch bei der Operation passiert. Ne? Wir haben es ja eben schon mal kurz gesprochen. Also du hast ja eine ordentliche Weichteilverletzung. Ne? Die Haut ist verletzt, darunter das Gewebe und vor allen Dingen der Nerv. Und der wird jetzt in der Operation wieder zusammengefügt. Und ich denke, dass dann alles wieder in Ordnung kommt. Ne? Hellhörig bin ich schon geworden bei dieser kleinen Unterhaltung, die ich hier mit Mala im Einleitungsraum hatte. Denn sie hat berichtet, dass sie am helllichten Tag auf der Wiese eingeschlafen ist und diesen Mähroboter gar nicht wahrgenommen hat. So ist es dann zu diesem Unfall gekommen. Aber die machen schon auch ein bisschen Lärm, dass sie davon nicht wach geworden ist. Da musste ich wirklich schon drüber nachdenken. Sie hat es jetzt einfach als eine Lappalie abgetan, aber im weiteren Verlauf sollte sich genau diese Geschichte doch durch große Wichtigkeit auszeichnen. Das Team der Chirurgie versorgt zunächst die gefährliche Fußverletzung der 13-Jährigen. Bei der Besprechung der Operationsergebnisse im Beisein von Mutter Karin erhärtet sich dann der Verdacht der Ärztin, dass bei Mala etwas nicht stimmt. Mala schläft, alles gut? Ja, sie hat viel geschlafen nach der OP. Einmal kurz wach geworden und hat nach ihrem Handy gefragt, wie die Kinder ja, gut, in dem das Alter ist ja auch wichtig, ne? Das ist das Allerwichtigste. Genau. Okay. Mala? Ich habe gerade schon mit der Schwester gesprochen. Mala, machst du einmal die Augen auf? Alles gut? Hast du Schmerzen? Nein, es geht. Bist müde? Ja. Dann schlaf noch ein bisschen, ne? Ja, die Schwester hat mich gerade schon angesprochen, dass sie auch sehr müde ist. Ich meine, gut, das war jetzt auch sehr aufregend. Sie hat ja auch vorher ein bisschen Angst gehabt. Ne? Kann natürlich auch daher gekommen sein. Aber ansonsten Vitalparameter, also Kreislauffunktion, ist alles normal. Und die Operation ist eben auch sehr gut verlaufen. Oh, wunderbar. Ne? Die Schwester hat es mal gerade aufgemacht. Ich gucke einmal kurz da drauf. Der Genesungsprozess eines Patienten ist von zweierlei Faktoren ganz besonders abhängig. Das eine ist die Operation, die ist hier sehr gut verlaufen bei Mala. Aber das andere ist eben auch die Phase nach der Operation, wie die Genesung weiter halt vorangeht. Mala war hier sehr imposant durch eine ausgeprägte Müdigkeit. Zunächst habe ich das auf die Narkose zurückgeführt. Allerdings nach dem, was die Mutter mir berichtet hatte, musste ich mir wirklich Sorgen machen. Kann ich kurz stören? Ja, bitte. Da ist ein Herr Seidel da, der Nachbar und der Hausmeister. Wollte mal nach der Mala schauen. Dürfte er vielleicht ganz kurz mit rein? Also ich, von meiner Seite aus spricht nichts dagegen. Ja. Wenn Sie sich kennen, gerne. Herr Seidel, können gerne rein. Kommt mit Begleitung. Oh. Hallo, hallo, Herr Seidel. Schönen guten Tag. Hallo, Mala. Das tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ach, war der von Ihnen, der ja, ich bin der Hausmeister und auch der Nachbar. So. Der Mähroboter war von mir. Meine Frau war eh dagegen, dass ich den kaufe. Es war ein riesengroßer Fehler von mir. Es war eine Dummheit. Ich bin ein richtiger Schussel. Ich möchte mich... Machen Sie sich nicht solche Gedanken. Wirklich, das ist, Sie konnten das nicht wissen. Mala hat im Garten gelegen, hinterm Baum. Das konnten Sie gar nicht sehen. Machen Sie sich nicht solche Gedanken. Ich hätte gucken müssen, bevor ich den auf die Wiese setze. Ich bin... Mein ganzer Körper bebt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so enttäuscht auch von mir. Das hätte mir einfach nicht passieren dürfen. Es tut mir leid. Gut, aber ich meine, mitten am Tag rechnet man natürlich auch nicht, dass jemand sich auf der Wiese zum Schlafen legt. Ne? Also ja, natürlich. Ich muss trotzdem aufpassen. Und das habe ich nicht getan. Ich habe jetzt eine Kleinigkeit für Mala mitgebracht. Ich hoffe, dass sie sich freut. Ja, bestimmt. Ich wünsche, dass sie ganz schnell wieder gesund wird. Der Nachbar, dem dieser Mähroboter gehört hat, kam hier in die Klinik, hoch aufgelöst, voller Schuldgefühle, wollte jetzt unbedingt mit Mala noch mal sprechen, sich entschuldigen, hat auch ein ganz großes Stofftier mitgebracht. Da würde man natürlich gerade als Verletzte mit irgendeiner Regung halt wirklich rechnen. Aber Mala hat immer weiter nur geschlafen.
macht der denn da? Das ist ein Geschenk von eurem Nachbarn, dem Herrn Seidel. Der Herr Seidel war noch gerade da, Mann. Hast du es nicht mitbekommen? Der hat dir den Elefanten geschenkt. Oh, danke schön. Ich schläft super viel in letzter Zeit, Frau Doktor. Also ist Ihnen das vorher auch schon jetzt tatsächlich aufgefallen? Weil jetzt, ne, in dem Zustand kann man es schlecht beurteilen. Ja, natürlich. Wobei mir das auch schon, diese Geschichte so ein bisschen komisch vorkam. Also es ist tatsächlich mir in den letzten Wochen aufgefallen, dass sie generell sehr müde ist, viel döst. Also es ist beispielsweise auch so, dass sie im Sessel sitzt, döst weg, dann stupse ich sie an, mach sie wach und 10 Minuten später sitzt sie an einer anderen Stelle und döst wieder weg. Also es ist wirklich vermehrt in letzter Zeit. Ich habe mich da ein bisschen kundig gemacht, beziehungsweise habe durch Zufall erfahren, dass es eine Krankheit gibt, wo die Leute aus dem Stand einschlafen. Narkolepsie meinen Sie, ja, ne? Die sogenannte Schlafkrankheit. Ist das da? Also, sagen wir mal so, was ungewöhnlich ist, ist natürlich, dass sie in ihrem Alter so viel schläft. Ja. Ne? Das muss schon einen Grund haben. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Also ich meine, so ist sie jetzt ja bei uns hier bisher nicht auffällig gewesen. Ne? Kann aber auch eine Schlafapnoe, irgendwas anderes, Stoffwechselerkrankung dahinter stecken. Narkolepsie würden wir auch abklären. Ne? Also das, da würde ich auch noch mal mit den Neurologen jetzt sprechen, dass wir das Thema noch mal ansprechen, weil sie wirkt ja jetzt hier auch sehr schläfrig. Normalerweise ist das nicht der normale Zustand nach der Operation. Vor den Untersuchungen zur Abklärung von Malas übermäßiger Schläfrigkeit soll sich das Mädchen von der Operation erholen und seinen ledierten Fuß unbedingt schonen. Doch in der folgenden Nacht gibt es eine böse Überraschung, als Schwester Miriam plötzlich Krach aus der Stationsküche hört. Was ist denn hier passiert? Mensch, Maler, was machst du denn hier? Was ist passiert? Komm, setz dich erst mal hin. Muss mal nach deinem Fuß gucken. Was machst du denn hier in der Küche? Ich weiß es nicht. Und wie bist du hier hingekommen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Du kannst dich gar nicht dran erinnern. Mensch, aber dein Fuß, schau mal, der ist durchgeblutet. Du musst wirklich aufpassen. Ne? Du bist frisch operiert, das soll zusammenwachsen. Dann müssen wir gleich drunter gucken und dann muss ich den neuen Verband machen. Es tut mir leid. Ach Mensch, und du kannst dich gar nicht erinnern. Hast du vielleicht Schlaf gewandelt? Ich weiß es nicht. Ist dir das schon mal passiert? Weißt du gar nicht? Mm-mm. Okay, pass auf, ich hole jetzt einen Rollstuhl. Dann fahren wir erstmal in dein Zimmer zurück. Ich mache dir den Verband neu. Ja, und dann musst du mir versprechen, du darfst nicht mehr aufstehen, du musst im Bett bleiben, ja? Das vermeintliche Schlafwandeln könnte möglicherweise ein wichtiger Hinweis sein, um der Ursache für Malas ständige Müdigkeit auf die Spur zu kommen. Schwester Miriam entdeckt jedoch etwas Merkwürdiges, das weitere Fragen aufwirft. Aber warte mal, Moment mal, was ist das denn für ein Ladekabel? Darf ich mal sehen? Ich weiß es nicht. Du, das ist meins. Wie kommst du denn an das Ladekabel? Ich weiß es nicht. Weißt du auch nicht? Komisch. Ich leg das mal zur Seite. Nein. Genau. Wir fahren jetzt erstmal in dein Zimmer. Genau, nicht auftreten. Also es war tatsächlich schon ein bisschen mysteriös, was die Maler mir erzählt hat. Ich konnte das nicht ganz glauben, muss es aber zu dem Zeitpunkt erstmal so hinnehmen, auch mit dem Ladekabel. Dann, ob sie nicht vielleicht doch schlafgewandelt hat. Das war tatsächlich alles sehr komisch. Das musste aber auf jeden Fall dann am folgenden Morgen kommuniziert werden mit den Kollegen. Was es mit dem nächtlichen Vorfall auf sich hat und ob die junge Patientin ein Geheimnis verbirgt, möchte am nächsten Morgen auch Mama Karin wissen. Zusammen mit Ärztin Birgit Maas stellt die Floristin ihre 13-jährige Tochter zur Rede. Sag mal, die Schwester hat mir da vorhin was erzählt. Von letzter Nacht, da war ein Vorfall und du warst im Schwesternzimmer, hast dir ein Handykabel genommen und du kannst dich an nichts erinnern? Was war denn da los? Ich weiß es nicht mehr so genau, ich stand da plötzlich. Und du kannst dich an gar nichts erinnern? Und nein. Deinen Fuß hast du jetzt auch belastet, ne? Der ist ja ganz frisch. Ja, Maler, da wollte ich noch mal nachgucken. Ne? Also eigentlich hatten wir das ja so abgesprochen, dass du den wirklich nicht belasten darfst. Ja, ich guck mal. Spürst du? Ja. Okay. Tut er jetzt im Moment weh? Geht. Ich guck mal einmal, nur wegen der Durchblutung. Ja, das ist super. Okay, Verband ist ja neu gemacht. Ne? Jetzt, so wie ich sehen kann, nichts nachgeblutet. Also noch mal dazu, das hat schon seinen Grund, weswegen wir sagen, ja, der Fuß soll geschont werden. Du musst dir das so vorstellen, ja, das ganze Gewebe ist jetzt gereizt. Es war sowieso schon verletzt, ja. Wir wollen halt wirklich verhindern,
dass da die Narbe wieder aufgeht oder noch schlimmer, dass da eine richtig dicke Infektion reinkommt, ja, die den ganzen Fuß betrifft. Ja, das kann sogar hier hochwandern. Also du musst echt aufpassen, wie du mit dem Fuß umgehst. Der muss auf jeden Fall geschont werden. Es war schon ein großes Risiko, dass Marla hier wirklich eigenmächtig mit dem frisch operierten Fuß rumgelaufen ist. Der hat ja einiges mitgemacht. Einmal den Unfall selber, dann die Operation. Nach der Untersuchung konnte ich Gott sei Dank Entwarnung geben. Hier war nichts weiter passiert. Und dann tatsächlich hat sich der Grund ergeben, warum Marla die ganze Zeit so müde war. Marla? Kommt da einer? Hallo? Kommt denn die Stimme her? Bitte. Hallo? Was ist los? Marla, kommt das von. Das kommt doch von unter deiner Decke. Von dir, ne? Hallo? Marla? Zeig mal. Komm, pack mal aus, den jungen Mann. Marla? Ach. Aha. Hallo? Aha, wer ist das denn? Hallo? 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 Wer sind Sie? Hallo, ich bin Marlas Mama. Hi. Ah, okay. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist mein Freund Oliver. Oh, Oliver, ja, hallo. Guten Tag, Oliver. Birgit Maas, hallo. Mein Name. Jetzt wird's interessant. Ja, ich bin etwas sprachlos. Scheinbar alle Mann. Der junge Mann auch. Ja, Oliver, ich leg dann jetzt mal auf. Ja, dann sprechen wir uns heute Nacht wieder, okay? Ja. Heute schön. Nacht? Okay, perfekt. Heute Nacht? Wie, ihr sprecht euch wieder heute Nacht? Was heißt das denn? Ja, sind zwei Sachen, die würden mich auch wundern. Erstmal das Nacht und dann das Wieder. Ja. Also, er ist mein Freund und er hat nach der Schule immer Fußballtraining. Deswegen haben wir keine Zeit zu telefonieren tagsüber oder uns zu treffen. Und weil es nachts bei uns beiden passt, telefonieren wir immer die ganze Nacht durch. Die ganze Nacht? Wie lange macht ihr das denn schon? Wie lange seid ihr denn schon zusammen? So seit 3-4 Wochen. Okay, langsam wird ein Reim draus. Ja, ich denke mal, langsam. Sie ahnen das Gleiche wie ich auch, ne? Ach, hör mal, aber das ist ja, dann ist das ja wirklich kein Wunder, wenn du tagsüber so müde bist. Aber ihr könnt euch doch tagsüber treffen. Du kannst den Oliver doch mal einladen, der sah doch total nett aus. Lad den doch mal zu uns nach Hause ein, Maus. Ich unterstütze dich gerne, wirklich. Danke. Aber du musst doch nachts schlafen, dass du fit bist für die Schule. Und Oliver, sagst du, spielt Fußball, der ist so beschäftigt. Dann muss der auch fit sein. Aber was mich trotzdem noch interessieren würde, was war denn da heute Nacht los? Kannst du dich da wirklich nicht dran erinnern? Weil das, ich bin da auch neugierig. Ich würde schon ganz gerne wissen, was da noch los war. Also, wir wollten halt in der Nacht via Videotelefonieren und dann ist das Tablet leer gegangen und deswegen wollte ich mir ein Ladekabel ausleihen, aber ich wollte es nicht klauen. Ja, gut, okay. Und aber du kannst dich schon erinnern, also das war, müssen wir uns da keine Sorgen machen, das war dir nur unangenehm, dass du dann da sozusagen erwischt worden bist. Ja. Okay, gut. Also, fürs nächste Mal, also ich denke, deine Mutter bringt dir sicherlich ein Ladekabel mit. Ansonsten sind die Schwestern hier auch nett und verleihen da schon mal. Also da kann man auch fragen. Ne, aber ich denke mal jetzt, nachts ist das sowieso nicht mehr gut, wenn du da telefonierst. Und vielleicht kannst du da mit deiner Mutter irgendwie eine Regelung finden, dass du jetzt hier auch gar nicht erst in Versuchung kommst, sondern wir uns wirklich darauf verlassen können, dass du dich jetzt einfach ausruhst. Weil du hast ja tagsüber den ganzen Tag immer wieder geschlafen, warst ja kaum ansprechbar. Ja. Ja? Okay. Marla wollte wohl von ihrem Freund nichts sagen, weil sie gar nicht sicher war, wie ihre Mutter jetzt reagieren würde. Ich allerdings muss sagen, ich fand, sie hat hier wirklich ganz toll reagiert. Sie war ja hin und her gerissen, einmal zwischen der Sorge, was mit ihrem Kind jetzt tatsächlich ist, sodass es wahrscheinlich fast wie eine Erleichterung war, dass jetzt nur auch wirklich ein sehr netter junger Mann dahinter gesteckt hat. Marla hat sich an den Rat der Ärztin gehalten und telefoniert mit ihrem Freund Oliver nur noch abends vor dem Zubettgehen. Seitdem kann die 13-Jährige nachts wieder durchschlafen. Auch die Fußverletzung der Schülerin ist innerhalb von 4 Wochen verheilt.